Wichtig, bei Sturm sollte man das Betreten des Waldes unbedingt vermeiden. Ohne die entsprechende Erfahrung und Ausrüstung begibt man sich in Lebensgefahr. So, Freunde, wir gucken heute vorbei bei Atze, dem Buschpiraten. Orkanböen in der Nacht hält mein Sturmbunker. Ja, heftig, ey. Aber geile Aktion auf jeden Fall. Und schön, dass es durchgestanden habt, sagen wir mal so. Also hier ging es übelst ab. Ich habe die halbe Nacht geguckt, dass es nicht die Ziegel vom Dach haut, sozusagen. Also es war schon krass. Und hab oft an euch denken müssen, dass es da ja echt draußen richtig zur Sache gehen könnte, gell? Gerade oben, wenn ihr so exponiert seid. Oh Mann, du, aber geil. Wir sind unterwegs in den Wald. Wir werden heute draußen schlafen. Temperaturen werden so um den Gefrierpunkt sein. Windböen Stärke 100 sind vorhergesagt. Wir sind aber gewappnet. Sturmbunker ist hinten drin. Und mal gucken, was uns heute Nacht erwarten wird. Geil! Noch 13 Stunden bis zum Sturm. Ja. Na und, alles gut? Eine Autobody am Start. Ahoi, Leute. Alter, warte mal, was hat denn hier der Outdoor-Buddy da, was ist denn da los? Also erstmal, die Mütze sieht für mich aus wie vom Decathlon, glaube ich, ne? Die haben nämlich dieses Muster da, kennen wir ja irgendwo her. Auch mit diesem orangen Label bin ich der Meinung, dass das vom Decathlon war. Und der hier hat er plötzlich eine Multicam-Jacke an. Sag mal, was ist denn hier los? Ich bin Atze, der Buschpirat. Herzlich willkommen zu diesem neuen Abenteuer. Hier bei mir... Servus. Der Outdoor-Buddy, der Matze. Matze! Link zu seinem Kanal gibt es unten in der Videobeschreibung. Und wir sind heute unterwegs in den Wald, ja, ins Mittelgebirge. Ja. Und wir haben einige schöne Stationen, die wir jetzt wandern werden. Und zum Abend hin suchen wir uns auf so einem großen, hohen Gipfelplateau eine schöne, sichere Schlafmöglichkeit. Ja. Denn mein Wetterbericht zumindest sagt wirklich extreme Bedingungen für heute Nacht voraus. Und ich möchte gerne mal meinen kleinen Sturmbunker testen. Schön niedriger Tarpaufbau. Zeigen wir euch alles nachher, auch was an Ausrüstung dabei ist. Aber jetzt geht es erstmal zur ersten Destination. Und dort wird dann erstmal Mittag gemacht. I look the other way. Noch 10 Stunden bis zum Sturm, Alter. I don't see how it's got anything to do with me. Oh, hurry, I need my meat. At any expense, it doesn't make sense, but... Junger Mann, jetzt kommen Sie doch bitte. Der Sturm hängt uns im Nacken. Kommen Sie. Wir haben doch keine Zeit. Oh, grass is only for cows. Chilliger Song. And rabbits that don't know how. To kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what we learn at school. Für die Leute, die es interessiert, ja. Wir haben dieses Orkansturmwochenende. Ja, ja. Das war safe da, als wir nach Madeira geflogen sind, beziehungsweise kurz davor. Da war, ich kann mich noch dran erinnern, wie lange ist das her? 2, 3 Wochen oder sowas? Könnt ihr euch noch dran erinnern, wo es hier übelst abging? Sind wir unterwegs. Deshalb müssen wir uns beeilen, dass wir auf diese baumfreie Hochebene kommen, bevor der Sturm die Böen ankommt, denn... Ja, ja, ja. Schaut euch mal das hier an. Das ist wirklich ohne Scheiß. Das ist ganz frisch. Vielleicht sogar gestern runtergekommen. Und deshalb, Leute, nicht sowas nachmachen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, wenn ihr nicht die Erfahrung habt. Denn in so einem Wald heute Nacht zu übernachten, das will keiner. Das ist wirklich, wirklich lebensgefährlich. Spielt damit nicht rum. Sturm im Wald ist wirklich Kacke. We don't worry about seas.
We recycle and sort by source. We've banned all plastic straws, quit smoking. Oh, every paycheck we get. Ich mag den Song, Alter, der ist geil. 10% is donated to clean our conscience. And it works out great. Why should we change? Also bis jetzt ist noch alles ruhig hier. Kein Lüftchen, nichts. Man kann sich nicht vorstellen, dass heute noch so ein Unwetter kommen soll. Naja, bleibt spannend. Auf geht's weiter. Oh ja, warte. Oh ja. Epische Drehung. Oh ja, warte mal, du musst es mir geben. Die epische Drehung. Achtung. Leute, kennt ihr die Atze epische Drehung? Sieht gut aus? Passt so? Ja. Okay, alles klar, alles klar. Achtung, epische Musik ab. Wow. Unglaublich. Was ein attraktiver Mann. Ja, kein Schnee. Kein Schnee, verdammt. Weiter geht's, Sturm kommt. Er ist hier mit Turnschuhen unterwegs, oder was? Ich weiß nicht. Was ist das hier? Schnee? Oder ist das Wasser? Ja, mal hier, ja. Oh, herrlich. Mensch. Immer eine Pause jetzt hier. Es knallt noch schön die Sonne hier rein. Herrlich. Herrlich. Die Axt, die du an deinem Koffer da hängst, ist das die The Forest Axt, die im Flugzeug zu finden ist? Ja. Das ist eine originale Flugzeugabsturzaxt. So, was wird sich da gegönnt? Die essen doch da ihr Fleischsalat. Oh, jetzt haben wir lecker gespeist, haben wieder Energie und Power. Wir müssen jetzt noch einen kleinen steilen Anstieg machen, werden aber erstmal diesen See hier umrunden. See ist es, okay. Und dann geht es weiter zum nächsten großen Ziel. Und wenn wir das erreicht haben, dann geht es schon zur Lagerplatzsuche. Wettermäßig April, Wolken, Sonne. Aber man merkt schon auch, dass der Wind langsam stärker wird. Also ich bin gespannt. Nee. Ich bin gespannt. Naja. Aprilwetter quasi durchwachsen. Noch 8 Stunden bis zum Sturm. Was stand da? Bei Gewitter bitte Friedrichsturm nicht betreten. Berührungs- und Schrittspannungsgefahr? Schon mal für eine Jacke angehabt? Das war doch schon mal so ein anderes Camo, so eine Regenjacke oder sowas. Sah auch schon wieder geil aus. Ja. Hast du mitgezählt? Nein. Er hat die Gams, guck mal, er hat hier die Gamsbockjacke in Olivan. Ja. Und was hat er? Ach, wir folgen jetzt gerade irgendwelchen Fußabdrücken. Weil so einen richtigen Weg können wir gerade nicht erkennen. Und genau aus diesem Grund werden wir heute eine freie Fläche suchen,
Denn man sieht hier die ganzen Spitzen, die sind abgebrochen. Und sowas möchte man. Witwenmacher. Nicht auf seinen Kopf bekommen. Nein, 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 nein. Wenn also nicht das Messer, sondern das, die Bäume nennt man so, wo die Spitzen abgebrochen sind. Leute bei Stürmen sterben, dann meistens, weil irgendwas auf sie drauf fällt. Tragisch, ja. Puh. Zeit wird's, Leute, Zeit wird's. Ah, wir biegen jetzt gleich zum Endweg ab, der uns dann ja, zu unserem heutigen Ziel bringen wird. Oh, herrlich, die Sonne. Schaut euch das mal an. Grandios, grandios. Ja. Auch da, die ganzen Spitzen abgebrochen. Ehemaliges Sturmgebiet. Und ehemaliges Sturmgebiet bedeutet, dass es keine hohen Bäume gibt, ja, die auf uns drauf fallen könnten. Ich meine, es sieht jetzt noch nicht nach Unwetter aus, aber meine Prognose ist, heute Nacht um 12 Uhr, Mitternacht, geht's los. Auch schon geil, oder? Hier so ein bisschen. Das, sagt ehrlich, der Ausschnitt gerade hat schon sehr nordischen Vibe. Könnte auch in Schweden, Norwegen oder sowas sein gerade. Geil. Aber schon auch gut frostig da oben. Schon wieder sowas ohne Aussicht. Oh, mein Rücken. Ja, weil der Atze zu viel Bier und Whisky trägt. Oh. Mach mal Platz. Wir haben es gerade drüben bei Matze schon gesagt. Lagerplatzsuche wird hier eine Herausforderung, aber wir werden was Schönes finden. Jetzt hat mir der Matze angeboten, ein halbes alkoholfreies Gipfelbier zu bekommen. Das werden wir jetzt hier schön gemütlich trinken und dann ja einfach hier. Ach, das ist so eine gedämpfte Ruhe durch diesen ganzen Jungbewuchs. Kein Mensch mehr unterwegs hier oben. Oh, du hast eine Nachricht bekommen. Ah ja, danke. Schön. Zum Prost, zum Wohl. Auf die Tour. Ist das hier Schäferhofer Grapefruit oder was? Okay. Noch 5 Stunden bis zum Sturm, Alter. Freunde. Riesenproblem mal wieder hier. Wir finden hier wirklich keinen. Der Fluch des Schwarzwalds. Der Fluch des Schwarzwaldes. Wir finden hier. Ah, die sind im Schwarzwald unterwegs. Okay. Oben leider keinen Schlafplatz. Wir möchten aber trotzdem hier bleiben, da wir hier keine hohen Bäume haben. Wieso finden die da keinen Schlafplatz? Und einfach egal, wie stark der Sturm wird. Ist alles voll da. Zumindest nichts abkriegen. Deshalb werden wir hier direkt am Kreuz, werden wir jetzt hier unsere Lager aufbauen. Werden wir euch dann natürlich noch mal ganz in Ruhe zeigen. Aber einen großen Loadout werde ich jetzt nicht irgendwie machen. Ist einfach schon zu spät, es ist zu kalt und wir müssen jetzt endlich aufbauen. Oder Matze? Ja. So sieht's aus. Boah. Und hier hinten geht die wunderbare Sonne unter. Herrlich. Herrlich. Freunde, aktueller Stand, es ist ziemlich dunkel. Ihr werdet wahrscheinlich gar nicht mehr so viel sehen. Nee, ich habe auch eine Sonnenbrille auf. Sieht hier ziemlich jämmerlich aus. Hier unten das Sturmbunker. Aber der Platz ist einfach beschissen hier. Und hier, Matze kämpft auch noch mit dem Zelt. Wir zeigen es euch später. Das sah jetzt gar nicht mal so geil aus alles. Dann im Schlafsack liegen und heißes Essen machen. Scheiße. Völliges Chaos, Eskalation hier. Tarp ist abgebaut. Hat gar keinen Sinn gemacht, hier mit dem ganzen Gestrüpp hier. Ja, das ist blöd. Da irgendwie was aufbauen zu wollen. Ich mache es jetzt back to the roots. Hier nur im Katoma. Das ist im Prinzip so ein. Also heute haben wir es aber mit der Farbe rot, kann das sein? Oder? Ein-Mann-Sturm-Shelter. Und das ist eigentlich ein Biwaksack, der aber oben eine Stange hat. Und dadurch hat man auch im Fußraum relativ viel Platz. Also ich finde, man schläft da ziemlich gut. Ja, Biwaksack, ich würde es mal als einwandiges Zelt bezeichnen, oder? So bei dem Volumen, Größe, mit Stangen und so weiter. Problem an der Sache ist nur, dass es das letzte Mal nicht wirklich dicht war. Eigentlich habe ich immer ein kleines Tarp drüber.
Das fehlt heute. Und heute Nacht soll es ja, Matze, stürmen, regnen und schneien. Ja. Oh. Also gucken wir mal. Ihr seid immer noch live mit dabei. Wenn es nach den Temperaturen geht, kommt Schnee runter. Das ist nicht so schlimm. Ja, wir haben -2 Grad und es wird sicherlich noch mal einiges kälter werden. Ich bin gespannt, wie es morgen früh ist, ja, weil bei so einem Biwaksack oder hier Biwakzelt ist das Problem immer, wenn es am Morgen regnet, ist der Ausstieg sehr umständlich. Na, da lasse ich mir noch was einfallen, ja, falls es so ist. Aber windgeschützt und eigentlich auch regengeschützt bin ich. Essen ist verspeist. Es wird heute nichts Spannendes mehr passieren. Mats ist da drüben auch gerade und ist in einer ganz interessanten Position auf dem Bauch liegend. Bisschen wie ein Hund. Bisschen wie ein Hund. Geil, ey, auf dem Bauch liegend essen. Ach, ich weiß nicht. Und wenn heute Nacht noch was passieren sollte, dann hole ich euch natürlich dazu. Ich meine, es steht ja alles unter dem Motto Sturm, Schnee, Kälte, extrem. Und das haben wir hier auch. Auf jeden Fall einen sehr extremen Schlafplatz. Extreme Kälte haben wir auch schon. Jetzt mal gucken, ob der vorhergesagte Sturm wirklich kommt. Ich habe mich... Boah, stellt euch vor, einfach alles, das ganze Video, alles darauf aufgebaut. So, du hast die ganze Zeit gesagt, hier Sturm kommt, Sturm kommt. Und dann kommt einfach kein Sturm. Ich habe mich drauf gefreut, so richtigen Sturmbunker zu bauen. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Jetzt gerade hoffe ich, dass der Matze recht hat, dass wir wirklich keinen Schneesturm da jetzt heute Abend hier noch bekommen, heute Nacht. Naja, ihr werdet es morgen früh sehen und dann schauen wir mal. Oh ja, aber das Ding an sich sieht doch geil aus, oder? Also das Biwakzelt, nennen wir es jetzt einfach mal, sieht erstmal irgendwie gemütlich aus, finde ich. Hätte ich Bock drauf. Mein mittlerer Tube ist geplatzt. Also die Naht. Scheiße. Habe ich hier in der Mitte so einen richtig schönen Hubbel. Oh nee. Oh, das liegt sich so schön bequem. Das ist so ein Wirbelsäulen-Massagestab. Also richtig beschissen. Ist mir noch nie passiert, hatte ich noch nie. Aber hier, so sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt hier zugemacht. Mückennetz habe ich hochgetan, brauche ich auf der Seite nicht. Da unten sind meine Füße, meine Schuhe stehen dort hinten. Hier ein bisschen Elektronikzeug und draußen windet. Jo. Ja. Der Sturm beginnt. Geil, jetzt. Aber wisst ihr, was krass ist? Er hat gesagt, der Sturm beginnt ja ungefähr so um 12 Uhr. Das heißt, er liegt jetzt vielleicht schon seit 2, vielleicht 3 Stunden da drin. Und hier oben ist schon überall alles nass. Seht ihr das? Hier ist richtig Kondenswasser schon dran. Hier. Alles klitschnass. Geil! Okay, 1:03 ist es. Kleines Zwischenupdate jetzt hier um 1 Uhr. Der Sturm hat uns jetzt voll erwischt. Hier war ein kleiner Sturmbunker, wird hin und her geschüttelt wie verrückt. Aber er hält Stand, also ich mache mir da gar keine Sorgen. Ja. Es hat zum Schneien angefangen. Bin mal gespannt, wie es morgen früh aussehen wird. Feeling. Also mir geht's gut, mir ist auch schön warm. Passt alles. Aber laut. Jetzt heißt ausharren bis morgen früh. Ich wache natürlich ständig auf, wenn das Zelt hin und her geschüttelt wird auf die Schläge. Bin auch mal gespannt, wie es beim Matze drüben aussieht. Hier vorne ist Kondenswasser, habe ich auch hier drin. Aber klar, geht nicht anders. Das Ding ist mit dem Kondenswasser, solange das immer nur eine Nacht ist, alles gut. Solange das am nächsten Morgen, am nächsten Tag auch wieder warm ist, die Sonne scheint, auch alles gut. So, das Miese ist halt nur, wenn du Kondenswasser hast und dann über Tage lang unterwegs bist, dann wird's scheiße. Aber dann ist es auch einfach so, du kannst es nicht verhindern. Also klar, bei einem Zelt, bei einem doppelwandigen Zelt ist das immer nochmal eine andere Nummer, aber auch da wird das Außenzelt ja klitschnass. Es läuft dann halt einfach nur ab, aber nass ist das auch. So. Und ganz ehrlich, wenn du so ein einbeiniges Ding hast wie jetzt hier und es wird nass, dann läuft das auch ab. Dann läuft das nur nicht ab und läuft dann quasi ins Erdreich rein, sondern irgendwie unten bei deiner Isomatte und dann liegt das da so ein bisschen. Macht auch fast keinen großen Unterschied. Also so richtig. Ja. Aber durch das sehr geringe Profil
von diesem Biwak-Zelt hat der Wind wenig Angriffsfläche. Man wird trotzdem durchgeschüttelt, aber alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Kopfsache. In dieser Nacht wurden im Tal Windböen bis zu 110 km/h gemessen. Ah, Entschuldigung. Windgeschwindigkeiten am Gipfel unbekannt. Aber krass, dass das dieses, boah, keine Ahnung, wie man das nennt, Tarpzelt da von Outdoor Buddy, dass das hält. Ja, das ist ja schon vom Aufbau her eine ganz andere Nummer. Ich hätte gedacht, das entschärft es. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben die Nacht überlebt. Ihr habt ja die Aufnahmen gesehen. Geil. Hab euch ja ständig auf dem Laufenden gehalten. Ja, so gegen 2 Uhr ging es richtig, richtig ab, wo dann auch dieser Schneefall kam. War ziemlich heftig, aber trotzdem warm. Ja, kann man sagen, geschlafen. Auch der Sturmschelter hat seinen Dienst erwiesen. Trotzdem nicht gut geschlafen, weil der Lärm von diesen Windböen mich immer wach gehalten hat. Hier bei Matze drüben hat es auch ganz schön geflattert. Boah, das ist immer noch ein ziemlicher Wind. Wo hättet ihr lieber drin geschlafen? In dem von Atze, diesem Sturmbunker, Biwak-Zelt? Oder in dem vom Outdoor Buddy? Im Biwak-Tarp, Tarp-Zelt. Ziemlich kalt. Wir werden jetzt dann Tippi? Gemütlich dann aufstehen. Ungemütlich aufstehen, wollte ich eher sagen. Im Auto. Schnell das Zeug zusammenpacken. Wow, und dann mal ein bisschen den Abstieg angehen. Es hat hier leicht geschneit. Also ich hätte das Ding von Atze gewählt, glaube ich. Das wirkt mir irgendwie... Ich hätte bei dem Tippi irgendwie Angst gehabt, dass mir das Ding wegfliegt. Weit, wie ihr seht. Ah, herrliches Abenteuer. Super. Freunde, es wird jetzt hier richtig ungemütlich. Es hat jetzt hier wieder zum Schneien angefangen. Wir schauen, dass wir jetzt hier den Gipfelplatz hier verlassen, möglichst schnell. Hier unsere Lager hier unten abbauen. Ah, guckt auch hier mal beim Kollegen Matze vorbei. Ah, kanalisch unten verlinkt. Matze, wo bist du hier? Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein und denkt dran, bitte solche Sachen nur zu machen, wenn ihr wisst, was ihr tut, wenn die Ausrüstung passt und wenn ihr auch die Erfahrung im Normalen... Ja, aber man muss auch mal ein bisschen seine Komfortzone verlassen. Also man kann auch mal ein bisschen mit Scheißausrüstung sowas einfach mal probieren. Malen Wetter gesammelt hat. Geil! Ich sage tschüss und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschö. Tschö, schau mit eure Motte. Ja, cool. Daumen nach oben, schaut gerne beim Arzt vorbei, lasst ein Abo da. Schaut auch gerne beim Adventure Buddy vorbei. Ja, hier ist der andere Kanal. Wer seht, wird Sturm ernten. Hier, habe ich Adventure Buddy? Auto Buddy meine ich natürlich. Schaut gerne hier vorbei. War jetzt auf der IWA, habe ich auch vorhin ein Video geguckt heute Morgen. Ja, nice. Checkt es aus, Leute. Checkt es einfach aus.